Als nächsten kanadischen Spielfilm zeigen wir am kommenden Freitag um 20.15 Uhr Einsame Gegner, einen Film über die Gegensätze zwischen englisch- und französischsprachigen Kanadiern. Zur letzten Nachrichten schalten wir um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im jüngsten Spionagefall ist im Bundeskriminalamt in Wiesbaden offensichtlich noch eine Panne passiert. So entkam Beamten des BKI in Hamburg ein Ehepaar, das für die DDR spioniert haben soll. Bei dem Mann handelt es sich um den 47-jährigen Physiker Johannes Koppe, seit Anfang der 60er Jahre bei den Hamburger Elektrizitätswerken angestellt. Laut Bild-Zeitung ist er der dickste Fisch auf der Liste des übergelaufenen Oberleutnants aus dem Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit. Koppe habe die Pläne und Entwürfe aller noch deutschen Atomkraftwerke gekannt. Augenscheinlich konnte er deshalb entkommen, weil er bei seiner Firma einen Namensvetter hatte und der wirkliche Koppe zu spät ermittelt wurde. Keine Spur gibt es bislang auch von dem mutmaßlichen DDR-Agenten Rainer Fülle. Der 40-Jährige, der als Finanzbuchhalter bei der Karlsruher Gesellschaft für Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen beschäftigt war, konnte wie Koppe am Samstagabend flüchten. Ein Beamter des Bundeskriminalamtes hatte ihn allein in einem Auto transportiert und ihn nicht festhalten können, als Fülle plötzlich aus dem Wagen sprang und verschwand. Verhaftet sind vier mutmaßliche DDR-Agenten, die offenbar Schlüsselpositionen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Datenverarbeitung und der Forschung innehatten. Es sind der Professor Karl Haufer aus Göttingen, der Diplomphysiker Alfred Bahr aus München, der Maschinenbauingenieur Günter Senger aus Neustadt bei Coburg und der Geschäftsführer Gerhard Arnold aus Icking bei Wolfratshausen. In der hessischen Metallindustrie scheinen die Tarifpartner entschlossen zu sein, bis zu einer Einigung durchzuverhandeln. Es ist der vierte Verhandlungstag und in diesen Minuten wollen sich beide Seiten wieder treffen. Die Chancen für eine Verständigung bis morgen werden vor allem von der Arbeitgeberseite gut eingeschätzt. Die Kernfrage lautet, für wie viele Jahre die 40-Stunden-Woche festgeschrieben werden soll, als Gegenleistung für den 6-Wochen-Urlaub. Ein neuer Umweltskandal bahnt sich in Hessen an. In Trinkmilch wurde Gift entdeckt. Nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau haben die Behörden fast 2 Jahre davon gewusst, aber geschwiegen. Die Milch stammt von Kühen aus den 3 Gemeinden Biebesheim, Gernsheim und Almenfeld. In unmittelbarer Nähe hatte dort ein Chemiekonzern mit Genehmigung mehr als 100.000 Tonnen des giftigen Pflanzenschutzmittels Lindan im Boden des Werksgeländes abgelagert. Das Umweltministerium in Wiesbaden sieht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Und nur ein Überblick über weitere Meldungen des Tages. Die Streikwelle in Großbritannien erreichte mit einem 24-stündigen Ausstand von 1,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes einen neuen Höhepunkt. Zu den Streikenden gehörten auch die meisten Fahrer von Krankenwagen, sodass Armee und Polizei und freiwillige Helfer einen Ersatzdienst einrichten mussten. Der iranische Schiitenführer Khomeini hat auf seinem Weg an die Macht einen neuen Sieg errungen. In seinem Pariser Exil empfing er seinen Landsmann Teherani erst, nachdem dieser seinen Rücktritt als Chef des vom Schah eingesetzten Regentschaftsrates erklärt hatte. Der Sicherheitschef von PLO-Führer Arafat, der Palästinenser Abu Hassan Salameh, kam bei einem Bombenattentat in Beirut ums Leben. Mit ihm starben 7 weitere Menschen. Die Israelis halten Salameh für den Anstifter des Anschlags auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München. Für eine Abschaffung der Verjährungsfrist für Mord, wie sie gegenwärtig in der Bundesrepublik diskutiert wird, sprach sich am Abend Simon Wiesenthal aus, Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums in Wien. Bei einem Vortrag in Bonn meinte er, es gebe wahrscheinlich noch immer hunderte Nazi-Verbrecher in der Bundesrepublik, die bislang nicht erkannt worden seien. Die Wettervorhersage für Dienstag, den 23. Januar. Zeitweise stark bewölkt oder neblig trüb. Im Norden und Nordosten zeitweise Schnee. Im Südwesten Schneeregen oder gefrierender Regen mit Glatteis, sonst Schnee und Eisglätte. Tiefstwerte im Südwesten 0 bis minus 3, Höchstwerte 0 bis plus 4 Grad. Tiefstwerte sonst minus 4 bis minus 8, örtlich bis minus 10 Grad, Höchstwerte um minus 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus östlichen Richtungen. Im Südwesten auf Süd bis Südwest drehend. Das waren die letzten Meldungen der Tagesschau. Das Programm des Deutschen Fernsehens, meine Damen und Herren, ist beendet. 0:31 Uhr ist es jetzt, 1 Minute nach 12:30 Uhr.
Hinweise auf das Programm von Dienstag, dem 23. Januar, geben wir Ihnen auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Gute Nacht.